Hallo und willkommen zurück zu Fire Emblem Path of Radiance, Part 34. Wir haben im letzten Part die Villa infiltriert und wollen jetzt mal schauen, wie weit wir hier heute noch kommen. So, dann geht's mal weiter. Ich guck mal, ob ich ihm was klauen kann. Wie, kann er nicht klauen? Ach, du bist zu schwach, um das zu stehlen. Ja, sag ihm das doch mal. Sag ihm das doch ins Gesicht hier. Kannst mal ein Messer erzählen, Junge. So, zack nochmal und Schlitz. So, komm ran hier. Liana schafft das nicht ganz. Dann kriegt sie halt einen kräftigen Stoß von Gettry. So, und dann, jo, mit dem Elfendonner vielleicht. Ach, der kann auch noch zurückhauen. Ja, nee, kann er nicht. Hat sich erledigt. So, Liana hat hier erstmal gezeigt, wer die Chefin im Ring ist. So. Ne, wir gehen nach vorne. Ich lasse eigentlich ganz gerne auch Leute da hinten stehen, weil da noch welche nachkommen, aber ist egal, die sollen wir erstmal rankommen, ey. Die sollen wir erstmal rankommen. So. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? So, dann mit Soren noch hinterher. Der kann ja jetzt einen Stab einsetzen, geil. Und Rice. So. Auch noch hinterher. So, und dann haben wir die erste Runde für diesen Part schon wieder erledigt. So, Nefene kann zurückschlagen, deswegen habe ich die da hingestellt. Mit einem Langspeer. Der ist sowohl lang als auch frech. Mit dem kann man über zwei Felder angreifen. Ist zwar nicht so stark, ist auch relativ schwer, also schwierig mit dem zu doppeln. Aber Nefene kriegt das natürlich hin. So, jetzt wollen wir mal kicken, ob der hier noch irgendwie rankommt. Notfalls rüste ich mal hier das Wurfbeil aus. So, Rolf hinterher. Ike auch vorsichtig. Soren ist ja egal. Da kann Ike mal eben heilen. So. Und dann Illyana noch. Und Rice hinterher. Der sollte mal langsam Lichtmagie finden, finde ich. Damit der auch mal catchen kann. Könnt ihr mal sehen, wie stark der eigentlich ist. So, Gettry hat ja eben Illyana gestoßen, deswegen hängt er jetzt ein bisschen nach. Das Ganze ausgelaugt davon. So, und jetzt Mia hinterher und ab die Post. So, was wird das hier? Ja, die Villa ist ganz cool. Kann man viele Items finden. Oh, das war ein Crit. Wieder mal, wenn ich ihn nicht brauche. Das alte Lied. Ja, Level up. War ganz ordentlich für Nefene. So. Ja, wie gesagt, die Villa, da kann man ordentlich was abholen. Ein paar Waffen. Es gibt noch einen Typen, den man hier rekrutieren kann. Zeige ich euch gleich, wenn wir dazu kommen in diesem Part. So. Dann Soren. Genau. Nefene. Die kann ich ruhig da vorne reinstellen. Macht nichts. Aber mit der dicken Lanze. So. Gettry hinterher. Und jetzt den Rest positionieren. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, was sich da oben hinter der Tür verbirgt. Ich glaube, da waren Gegner auch drin. Und ich weiß nicht, welche und wie stark die hier schon sind. Ich glaube, so ein Hellebardier oder so war da drin. Und deshalb lieber aufpassen. Die haben manchmal auch eine Meisterlanze dabei und so eine Kacke. Das volle Programm. So, Nefene weicht aus, das war klar. Sehr gut. Und Schlitz. Und Stich! Jawohl. Attacke. Der nächste ist down. Und wir schlitzen uns hier durch die Villa. Das sieht doch gut aus. Sieht richtig gut aus. So. Ja, geil. Da war doch ein Hellebardier tatsächlich drin. Und da hinten irgendwie so ein Schwerttypi. Oh, mit einer Meisterlanze. Ey, als ob ich es geahnt hätte. Ich wusste doch, da war irgendwie sowas. Und deswegen, da sollte ich jetzt echt ganz doll aufpassen. Nee. Der kann den auch nicht retten. Ja, was mache ich denn jetzt? Poker ich? Ah, ihr kennt mich ja. YOLO. Ich glaube, ich stoße den mal hier ran und kämpfe einfach mit dem Typen. So. Oh, geil. Zweimal mit dem Wurfball. Wunderbar, ey. Boyd ist der Held. Der Hecht im Karpfenteich. Komm, können wir mal so sagen. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass Volker hier nicht, So, dann stelle ich mal Sihak davor. Und das sollte reichen. Das sollte massig reichen. Mit Mia gehe ich erstmal runter. Rolf hinterher, aber muss ich aufpassen. Ja, doch, die Range müsste reichen, dass er nicht irgendwie überrascht wird.
Soren. Ach komm, was soll's. So, der hält auch genug aus. Beziehungsweise weicht gut aus. So, mit Rice müsste reichen, ja. So, der eine Dicke, der kommt ja eh nicht ran. Schön. Schön, 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 schön. Und dann greift er auch noch Nefine an. Bist du doof, ey. Bist du doof. Und jetzt lässt du dich downcatchen von denen. Ja, na klasse. Geil. So. Das gab erstmal einen Schlitzer ins Gesicht. Und er darf auch nicht doppeln. Das ist das Phänomen der weiten Waffen, der Ranged-Waffen über zwei Felder. Die sind ein bisschen schwerer. Ja, Wurfball auch. Hat schlechtere Trefferquote und ist ein bisschen schwerer als andere Äxte, glaube ich, dass es schwerer ist. Ist ja auch egal. Jedenfalls konnte Beut nicht doppeln. Ist ja bei Schwertkämpfern sowieso ein bisschen schwierig. Für Axtkämpfer. Die sind ja nicht ganz so schnell. Schwertkämpfer sind immer sehr schnell. Wenn sie nichts können, ne? Das können sie. So, dann haben wir hier, müssen wir aufpassen, das ist ein Scharfschütze. Und, also, das ist die nächste Klasse, die Shinon auch schon erreicht hatte. Der räudige Hund ist ja einfach desertiert. So. Nehme ich ihm immer noch übel. So, Elfendonner und weg mit dir. Komm. Was soll der Geiz? Weg mit dir. Will dein Gesicht nie mehr sehen. So. Dabei haben die alle gar kein Face. So, gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Truhe geöffnet. Hab ja auch Truhenschlüssel bekommen, das ist ganz gut. Weiß nicht, ob ich das jetzt schon so mache oder ob ich... Ja doch, dann muss ich Volker nicht bezahlen und benutze das Item. Das ist ganz gut. Das war eine Silberlanze. Sieht auch gut aus. Eine Silberlanze jetzt schon. Das hatte ich ganz vergessen, dass man die hier so früh kriegt. Cool. Ja. Mit Volker hinterher. Und die anderen beiden, ja, die werden sich ja wohl nicht von einem Eisenschwert-Typ wieder abmurksen lassen. Ich doppel den Dicken hier mit Rolf und dann haben wir die Linie auch schon fast gesäubert. Gesäubert, wie sich das anhört. Ein bisschen martialisch, bisschen beschönigend vielleicht. Ich zieh Soren hier erstmal weg. Und weil ich ein bisschen Schiss habe vor dem Scharfschützen, muss ich ehrlich sagen. Und der hat auch ein Stahlschwert da oben, der Typ, kein Eisenschwert. Macht dann also nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und ehe ich mich versehe, ist ein guter Kämpfer down. Und das wäre nicht so geil. So, ja, Nefine kriegt hier nur 5 Schaden von dem Bogenschützen. Das ist natürlich genau in unserem Interesse. Ja, haut zurück, Mädel. Nochmal, genau. Immer rein da. Immer reinpieksen. So. Ja, kriegt hier nochmal die 7 Schaden. Der weicht aus, der Typ. Ist okay. Bist cool. Bist ein Geiler, ey. Mann, ey. So, weg mit dir. 14 hat sie noch. Das reicht massig für die Runde. Das reicht massig. So, das meinte ich. Da kommen Typen unten nach. Und nochmal, ich glaube, das ist auch die letzte Wave. Sonst kommen nochmal links irgendwie Typen nach. Zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad. Weiß nicht, wie es auf schwer oder auf einfach ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir zocken hier auf Mittel. Wollten das Mittelmaß austesten. Ich weiß nicht, vielleicht zocke ich es auch nochmal auf schwer, aber... Es ist dann auch irgendwann relativ witzlos. So viel kann man... Also an der Story verändert sich ja kaum was in Fire Emblem. Zumindest in dem Teil hier nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, für euch relativ witzlos, wenn wir es nochmal spielen. Aber das müsst ihr entscheiden. Ihr könnt es ja dann, wenn es soweit ist, mal in die Kommentare schreiben. Aber erstmal machen wir hier weiter. So, das Gute ist, ich benutze jetzt mal den Ingrim. Die Fähigkeit. Mir relativ sicher bin, dass wir den Scharfschützen jetzt schon down machen können. Kann den jetzt hier mit Rolf... wie komme ich denn auf Rolf? Auch mit Soren kann ich heilen, genau. Zack. Und die ist wieder voll, die Gute. Das Schöne an dem Teil hier ist, der kann Heilung ausgerüstet haben quasi und kann aber trotzdem mit seinem magischen Buch zurückschlagen. Also der hat das weiterhin ausgerüstet. In anderen Fire Emblem-Teilen ist das bei... solchen Anwendern, die zwei Waffenarten haben, sprich Stab und noch was anderes, da ist das meistens nicht so. Die haben dann den Stab ausgerüstet und können auch nicht zurückschlagen. Außer im Nachfolger bei Radiant Dawn, da haut der Priester dann wirklich mit dem Stab zu. Das sieht immer ein bisschen mickrig aus. Ist aber ganz witzig. Haben sie cool gemacht. Das Coole ist, je mehr oder je stärker oder seltener der Stab ist, desto höher ist die Crit-Wahrscheinlichkeit von diesen Stäben. Zeige ich euch dann auch nochmal, wenn wir so weit kommen.
Wenn wir soweit sind. Jetzt gucke ich mal, hat mir eigentlich noch den Panzerbrecher? Ich glaube, der ist schon längst zerbrochen. Den lasse ich Iliana, den dicken. Zack. Oh, geil. Crit, wenn ich ihn mal gebrauchen kann. Das ist ja... was ganz was Neues. So. Gibt's einen Türschlüssel? Habe ich jetzt nicht geguckt. Vielleicht kriegt ja einer den Türschlüssel. Ja, Stärke kriegt sie dazu. Kann Iliana immer gut gebrauchen. Sieht auch richtig kräftig aus, die Gute. So, und den meinte ich. Den kann man rekrutieren. Deftan heißt er. Ganz merkwürdiger Genosse. Sein Sprite ist auch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und Gatry haut zurück hier. Es interessiert den gar nicht, den Jungen. Er kann nicht mal doppeln. Der andere. So, Siak ist ausgewichen. Schlitzt dem nochmal so richtig einen ins Gesicht. Und wir können voranschreiten. So, die kommen hier völlig außer Atem bei mir an und werden dann schön um die Ecke gebracht, wenn sie um die Ecke kommen. So, das ist ein Dieb, auf den müssen wir aufpassen. Der kann nämlich für uns zwar die Tür öffnen, das wäre ganz praktisch, aber wir sollten aufpassen, dass der nicht zu viele Items lootet, weil man nur ein Item, glaube ich, von ihm wieder klauen kann. Das erscheint dann rot, wie alle Items, die man kriegt, wenn man einen tötet. Und das Gute ist, wir können ein Item quasi kriegen, können wir ihn klauen lassen, aber das könnte passieren, dass dann, wenn er zwei klaut, das eine dann für immer weg ist. Das wäre nicht so gut. Wir haben ja schon genug Items in diesem Let's Play verloren. Und deswegen, ja, durch meine Unachtsamkeiten immer mit den Häusern, die immer abfackeln. Also, komisch. Irgendwer muss da ganz schlimmer Brandstifter sein. Ach Mensch, bin ich ein Trottel. Wir haben ja schon Glanz für Rice. Habe ich ja in der Wüste gefunden. Ja. Okay. War doch zu lange her, dass ich es gespielt habe. Das tut mir leid. Dann haben wir also doch schon mächtige Lichtmagie auf Rice. Zeige ich euch dann nochmal im Detail. Es sieht ganz cool aus. Ja. Nefine kriegt hier den Rückschlag, aber es juckt sie im feuchten Kehricht. So. Und dann geht's weiter mit Soren gegen den Magier. Ja, der macht richtig Schaden, aber gegen Soren macht der gar keinen Antwortschaden, sage ich mal. Null. Wenn er trifft. Nee, hat nicht mal getroffen. Hat nicht mal getroffen. Ja, Adept gibt's jetzt auch noch. Genauso nützlich wie ein Crit, wenn man ihn auch so töten würde, aber ist besser, als wenn er sie nie aktivieren würde, nicht wahr? So. Hinterher mit Boyd. Ey, wie geht's denn hier weiter? Oh ja, das ist cool. Der kommt auf mich zu. Das wusste ich gar nicht mehr. Der greift... er rollt jetzt auf jeden Fall, überlebt so stark, ist der Deftan nicht. Aber der kann jetzt mit dem reden. Und das können nur Kinder. Oder Einheiten, die wie Kinder aussehen. Zum Beispiel Soren. Kann auch mit ihm reden, glaube ich. Und Alja, Rolf habt ihr ja gerade gesehen. Und Iliana, glaube ich, nicht. Und der wundert sich halt immer. Und der hat nicht getroffen, Gatry. Oh Mann, ey, was für eine Pfeife. So ein Swaggle. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Iliana kann, glaube ich, nicht mit ihm sprechen. Er sagt dann halt zu den ganzen Kindern, oder die aussehen wie Kindern, wie, ihr kämpft hier und so? Kinder sollten nicht auf dem Schlachtfeld sein. Komm, ich komme jetzt mit dir, ich beschütze dich jetzt, so nach Motto. Ist ganz cool, dass wir mal einen Hellebardier kriegen. Ist ja einer von zweien, die wir im ganzen Let's Play kriegen werden. Und deswegen, ich entschleunige das hier mal. Ach ja, da hat er nur noch einen, das ist auch ganz gut. Dann macht er die Tür noch für uns auf und dann mache ich den fertig. So, ich muss hier noch die Truhen auf jeden Fall abholen mit Volker. Uniwacht. Ja, das ist ein cooles Item. Die Einheit, die das trägt, wird immer vor speziellen Zuständen, wie bei Pokémon, bewahrt. Sprich, es gibt hier so Gift oder so ein Quark und so Gift-Items und davor wird er dann geschützt. So, ja, ich sehe gerade, der Part ist auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Path of Radiance, euer Kaideus. Ciao.